So, warte mal, ich habe hier ein paar Vorteile. Was gibt's denn da? Schaltertür. Zugang zum Aufzug. Das probiere ich jetzt mal aus. Das ist, glaube ich, für Stealth ganz gut. Und dann sollte ich vielleicht auch mein leises Bild mitnehmen. Das wäre mal so eine Idee. Oh, ich habe mir. Hey, warum wechselt der das nicht? Du musst R drücken zum Ausrüsten. Was? R. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Was switche ich denn hier wie so ein Wahnsinniger hin und her, wenn es dann erst noch bei einem Tastendruck dann auswählt? Ich Das ist ja auch weiß schon wieder UI-Design aus der Hölle, oder? es auch nicht. Meine Fresse. Eigentlich so, es ist schon besser geworden, das Spiel. Ja, aber das ist trotzdem. Choose a way inside, but stay sharp. Security's tight. There's the guard. Das wieder. Haben wir hier 10 Taschen? Ja, hier gibt's 13 Taschen. Ja, aber bei der normalen Bank hast du doch. Ah, ne, da gibt's nur 8, 9 Taschen gibt's da, ne? Ich glaube, da kann es auch 10 geben, da musst du aber die Schließfächer aufmachen. Nee, da sind. Oder sind da nicht nur, ist da nicht nur eine Tasche drin? Ja, In Schließfächern? zwei Taschen können da, glaube ich, drin sein. There's the camera. Aber hier gibt es mehr Kohle. Was suchen wir jetzt? Erstmal QR-Codes. Apropos Kohle. Und wer hat hier einfach Geld auf dem Tisch liegen lassen? Da ist ein Guard übrigens. Erstmal ein QR-Codes, da muss ich. Warum hatten die Kamera eigentlich eben hier so. Warum ist die ausgerastet? Wir sind noch im öffentlichen Bereich. Ja, wahrscheinlich hat es nämlich gesehen, wie ich hinten in dem Raum drin gestanden bin. Also rennen können wir hier im öffentlichen Bereich, ja? Ja. Bist du wieder am Ausrasten hier oben? QR-Code großartig. Sicher? Können hier in den Schränken keine QR-Codes sein? In der Garage unten könnte es noch welche geben. Also Achso. da ist zumindest mindestens ein Handy. Soll ich mal runtergucken? Ja, ich mach mal hier oben. Ich guck mal, wer die rote Keycard hat. Nobody with the ability to pull what Shark did to you guys is playing by the rules. As soon as we get our hands on that server, we'll have access to all her shady dealings. Ja. A camera. Ach so, die Kameras entdecken mich auch nicht, wenn ich Tempo habe. Das ist ja interessant. Das ist bestimmt wieder irgendein Skill, den du da ausgerüstet Ja. hast. Ja. The blueprints say the HR department is behind the tellers. Aber der zählt, glaube ich, auch nur im privaten Bereich und nicht im gesicherten. Im Gesicherten wäre es ein bisschen overpowered. Also ich habe den zweiten QR-Code gefunden. Ne? Ja. Okay, we have a name. That'll help you find a key card. Der Bankassistent. Was stimmt ja? Ich habe ja diesen Skill, dass ich einfach bei ihm reinlaufen kann und die Karte nehmen kann. Das ist auch. Also. Realistischer geht's quasi nicht. Ja. Was ist jetzt mit der blöden Guard hier? Check everywhere for that keycard. Soll ich mal eine Sentry aufstellen? Bitte nicht. Ja, muss ich jetzt halt warten, bis die blöde Guard hier vorbei ist. Die steht halt direkt hinter der Tür. There's the guard. Eigentlich bin ich ja bloß im privaten Bereich. Ne? Ich hätte mich auch von der Guard rausbringen lassen können. Ja. Spotted a guard. Here we go. Du bist schon oben. Ja. Hast du schon. Du musst irgendeinen Rechner hacken oder sowas, ne? Ja. Das mache ich jetzt gleich. The
server room is somewhere on the upper floor. Super unauffällig hier so rumzuschleichen. So, der Server Room ist ja da hinten. Erkennen uns denn die Zivilisten im privaten Bereich? Ne, das ist denen scheißegal, ne? Das ist denen egal, ja. Nur Kameras und Guards ist es nicht so richtig egal. Was ist denn hier? Bankmanager Office? Müssen wir da rein? Später, ja. Brauche eine blaue Keycard vom Bankmanager. Ja, die kann entweder hier irgendwo rumliegen oder einer hat sie hinten an der. Ist das hier, wer ist denn der Bankmanager? Wie sieht denn der aus? Ist aber nicht der hier, oder? Nee, der. Doch, das könnte der hier sein, aber der hat die Keycard nicht. Das heißt, die liegt irgendwo hier rum. Können die im Serverraum sein? Nee, ich könnte. Ne, hier liegt sie auch nicht, okay. Hackst du schon den Computer? Ja. Da kommt ein Zivilist. Oh, eine Tür zu. Die kann auch da reinlaufen. Ja. Was willst du denn, du blöde Kamera, Alter? Ich bin doch schon längst wieder im privater Bereich. Okay, vergiss es. Ah, okay, ich habe die blaue Keycard gefunden. Okay. Stört die Zivilisten sich da dran, wenn ich hier was hacke? Nee. Civilian! Was rennst du da? Oh, fuck! Ja, ich hatte Security Guard gesehen. Ihm ist es scheinbar nicht egal, ob ich Tempo habe oder nicht. Was, Security Office? Müssen wir jetzt rein? Spotted a guard. Sag mal, gibt's hier einen Kameraraum? Ja, im Tresorraum hinten. Don't let me catch you back there again. It's a guard. Guard over there. There's a guard. Guard. Guard over there. I correct the password. Ich habe hier oben schon mal weitergemacht, ne? Ja. Achso, ich kann ja auch Bewegungsmelder. Ich muss ja auch noch zwei Bewegungsmelder setzen. Ja, ja, mach mal an die ganzen Guards ran. Ja, ich habe gerade einen aus Versehen an die Wand gesetzt. Ich glaube, so sind die eigentlich gedacht, ne? Dass man die an die Wand setzt und nicht an die Guards ran. Eigentlich schon, aber. Obwohl ich die Mikrokamera auch nicht schlecht finde, die du an die Wand setzen kannst, und dann um die Ecke zu gucken. You did it. Now reboot the connection. Jetzt müssen wir wieder zu dem zum Serverraum, oder was? Ja. Ich hoffe, die alte steht da nicht mehr drin. Da kannst du ja aus dem privaten Bereich reingucken. Ja. Ne, ist nicht mehr drin. Codes werden entschlüsselt. Die stören sich ja komischerweise auch nicht daran, wenn irgendwie ein Hack läuft. Das ist gut. Ist ja, nur ist ja nicht so wild. Ja. They've planted decoys in the system. I can see 1, 2, 5, 7. Also 7, 2, 5, 1. 5, 1. You got it. There are two layers of security for the vault. A dual security lock and lasers. Alter, Kamera, dreh ich nochmal weg jetzt. Ist hier nur eine Kamera? Ja. Da ist auch ein Guard. Warum ist der Fahrstuhlschacht offen? Ist das normal? Ja, ist der Vorteil, den ich geholt habe. Der fährt direkt runter in die Garage. Das heißt, wir schmeißen hier unser Loot rein? Ja. Top. Das ist noch eine Kamera. Was stimmt denn mit der nicht? Achso. Was brauchen wir denn? Welche Farben? Blau brauchen wir jetzt. Ist aber egal, wo ich hingehe, an welchen Schalter, oder? Ja. Also einfach irgendein Schalter, blau. Ich wurde gesehen. Okay. I will need you to come with me. Aber da ist so ein Ding, so ein Kasten. Ja, dann warte ich mal, bis der dich da rausgeführt hat. There should be more electrical boxes. Search the upper floor. Guard over there.
Stört ihn das, dass da die Tresortür offen ist? Nee. Okay, sehr gut. I'll let you off with a warning. Don't wander off again. Ja, ja. Hast du den blauen Schalter gedrückt? Ja. Achso, da kommt schon wieder hochgelatscht, der Typ. Ja, da ist er. Ich guck mal nach der nächsten Farbe. Ja. Rot. Ja, Moment. Die Blitz geht doch weg jetzt. Weh, du stellst dich jetzt. Er stellt sich natürlich genau dahin, dass er mich sieht. Und jetzt? Blau. Ach, Alter. There's the guard. Ja, ja. Ach so, du lässt sie jetzt auch mal rausbringen, oder was? Mhm. Wo ist denn der Schalter? Genau da, wo ich stehe. Ich habe mal eine Markierung gesetzt. Ich muss nur warten, bis die Guard hier weg ist. Watch the guard. Alter, was stimmt denn mit ihr nicht? Verpiss dich doch da oben. Mann, wir wollen doch hier in Ruhe den Tresor ausrauben. Schaffe ich das noch? Nee. Meinst du, hätte ich mich auch gleich mit rausbringen lassen können? Ja. Dein Marker ist schon wieder weg. Ja, einfach gerade da oben zu. Don't let me catch you back there again. Ja, ja. Ich dachte, ihr wärst Sightseeing. Was habe ich gesagt? Blau, ne? Ja. Alter, Kamera! Fick dich doch mal. So, Laser sind aus. Oder? Ich muss ja erst noch manuell hier ausschalten. Du hast schon vier Knöpfe gedrückt und siehst immer noch, sind immer noch an. So, jetzt muss das letzte muss ich jetzt machen. Weil du die blaue Keycard hast. Ja. Aber angucken will ich es mir trotzdem noch. Was du da so treibst. Vorsicht, Guard. Ach, leck mich doch am Arsch. Hätte ich aber nicht gesehen, oder? Ach doch. Kannst du mir noch kurz die blaue Keycard rüberschmeißen? Ja, das wäre doch eigentlich sinnvoll, so ein Feature, oder? Dass man sowas übergeben kann. Ja. Ich meine, dass man es jetzt nicht über sonst was für Entfernungen übergeben kann, okay, aber dass du beispielsweise so wie die Guard dann hinten dran die blaue Keycard hängen hast. Ja. Dass ich, wenn ich hinter dir laufe, dir das Ding abnehmen könnte. Ja. Also ich könnte jetzt natürlich ihr Funkgerät hacken, aber ja. dann ist halt Durchsuchung. Ja. Obwohl das jetzt auch nicht das Problem wäre, weil wir ja den Aufzug haben. Guard, over there. Ja, lass mal lieber. Nicht, dass die auch in den Tresorraum kommen zum Durchsuchen. Ich hab da jetzt mal einen Bewegungsmelder hinten dran gesetzt. Eigentlich müssten wir alle Guards mit Bewegungsmeldern ausstatten hier oben. Hast du noch einen dann? Nee. Ich habe nämlich noch zwei. So, jetzt lauf doch mal weiter hier. Aber der Bewegungsmelder erfasst auch die Zivilisten als rot. Das ist ja blöd. Naja, der erfasst alles. Ja, aber alles rot. Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Eigentlich nicht, nee. So. Bin ich hier drin, jetzt muss ich hier quasi nur den PC hacken. So. Okay, you only have a limited time window to get back to that vault. Hurry! Vorsicht. Guard links. Kamera hinter uns. Gerade kurz gedacht, die Guard sieht mich gleich. Muss ich bloß aufpassen, dass die Guard hier mich nicht sieht. Oben ist die. Ich krieg's nicht markiert. Jetzt muss ich hier bloß noch eine Kamera hacken, weil hier ist noch eine drin.
Ja, mach das. Alright, we're after two things. The server oder and the cache. Ach nee, auf. Sehr schwer ist doch keine Kamera hier. Okay, die Guard wechselt gerade. Und die schmeißt es jetzt einfach in den Schacht, ja? Ja. Und bitte nicht gesprintet, oder? Ja. Das hat die Guard gehört. Kommt der jetzt runter, oder was? Könnte sein. Fuck. Meinst du, sie sollen ausschalten? Können wir machen, dann können wir auch gleich die Kamera ausschalten. Die Kameras komplett ausschalten. Die Kamera oben, sieht die den jetzt da, wenn ich den da erschieße? Warte mal, ich mach schnell die Kameras aus und dann. Kameras sind aus, ja? Mhm. Yeah, so the other guy had to go to the toilet. Between you and me. I think it's gonna be in there for a long time. It's what happens when you eat week-old sushi. Aha, ja. Wieso kann ich denn die Leiche nicht werfen? Der lässt sie nur fallen. Ja, weil das war fuck. Schön. Fuck. Jetzt bin ich runtergefallen. Ah, hier komme ich nicht mehr raus, ne? Ja, dann schmeiß ich die Taschen halt runter. Aber die Garde ist auch hier unten. Soll ich schon mal aufmachen und dann weiterbringen? Das ja. Zeug? Ja. Ach so, ja. Triffst du das Loch von da oben? Dass die Taschen bis runterfallen? Schauen wir mal. Das ist ja Dallas seine Spezialität. Taschen werfen. Durch enge Löcher durchwerfen. Jetzt dreh dich doch nicht rum, blöde Guard, Alter. Lass mich verarschen. Was ist denn mit ihm? Kann er bitte mal einfach stehen bleiben? Ich will einen Bewegungsmelder verpassen. Glotzt nicht in meine Richtung. Sonst muss ich dir leider in die Fresse schießen. Ach, die Tür wieder zu. Okay, die Guard hat einen Bewegungsmelder dran. Ja, aber das hat nicht so gut funktioniert hier. Du hast dich noch nicht getroffen. Ja, eine, die lag vorher schon da. Nee, die hatte ich eigentlich runtergeworfen, alle. Alter, wieso kriege ich denn Schaden, wenn ich hier runterfalle? Hm, habe ich auch gekriegt. Die Guard ist markiert, ne? Ja. Also, deswegen musst du nicht vorsichtig sein, aber sie ist halt da. Oh. Oh, die ist close. Ja, da haben wir noch zwei Pager übrig. Willst du ihn ausschalten? Ja. Wo läuft denn der hin? Der wollte gerade zu unseren Taschen gehen. Geht's noch? Ich beantworte den Pager. Ja. Yeah. So I have a theory that molds and fungus are plotting to overthrow the government. So, do you think we should help them? Right, right. Sounds great. One bag left. We got what we came for. Time to get out of here. Hör auf, die Leute zu erschießen. Das war doch bloß eine Guard. So. Hast du gesehen, wie ich ihn noch gewunken habe? Der toten Guard, oder was? Hast du denn, Daily? Schauen wir mal. Ja. Hä? Es hat bloß 8... sichere 10 Taschen. Es wurden bloß 8 Taschen gezählt. Das ist ja ein völlig broken. Mit den Dailies. Ja.